Ach, ich könnte. Na, warte nur. Was ist denn los mit dir? Schlechten Tag gehabt? Ach was, die sind nur. Wer ist wie? Was ist denn los? Ach nicht, das ist eben so. Irgendwie wirkst du wie ein Sünder, wie ein Täter oder so ähnlich. Täter? Pah, ich doch nicht. Also, aber die können was erleben. Jetzt erzähl mal, hä? Naja, ich war eben blöd. Hm? Ich wollte doch nur und dann hat sie mich doch eben noch ermuntert. Ja, ja. Und das gefiel dem da, also ja, gar nicht. Jetzt verstehe ich überhaupt nichts mehr. Kannst du vielleicht ein bisschen klarer dich ausdrücken? Also ich war einkaufen, ja. Ich hatte Hunger gehabt, ja. Und da war diese Frau mit den Äpfeln, diese Äpfel und diese Frau mit der Schürze. Und ich meinte, ich könnte probieren. Und wo ist jetzt das Problem? Naja, beim dritten Apfel holte sie den Chef, erteilte mir Hausverbot. Mir, einem treuen Kunden. Aber warte nur! Du bist aus dem Einkaufstempel geflogen, weil du Äpfel gegessen hast? Das erinnert mich doch gleich an Adam und Eva. Pah, ich war weder nackt, noch habe ich was Verbotenes getan. Ich sollte doch kosten. Und dann hat man dich gleich aus dem Einkaufsparadies vertrieben. Eine Schlange. Diese Frau mit der Schürze.